Nein, ich glaube nicht hier lang. Guck mal, da steht Bambi. Totleben, 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 Totleben. Wir können hier entscheiden, ob wir Leben nehmen oder Leben geben. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Oh Gott. Ach, hier geht's weiter. Warum sagt das denn keiner? Okay, es funktioniert nicht. Was kann ich denn hier machen? Monument Wild, unstabil. Blunt Force, my Cordial Collapse. Okay, die Wand ist irgendwie instabil. L2. And run down. Sollen wir maximum... Okay, probieren es mal. Vielleicht klappt das ja. Wir sollen, glaube ich, durchrennen einfach. Ich probiere das mal. Erstmal Anlauf nehmen und dann voll durch. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so ein Sprung oder so. Das wäre so mies gewesen, hinter der Tür einfach. According to legend, the Life Seed is said to be a bringer of death on a global scale, splintering the earth into fragments. Such end-time scenarios are common across mythologies, from the apocalypse to Ragnarok. However, it's unusual for the event to surround a particular object, especially one acquired by mortals. Ich wollte noch was trinken. Entschuldigung. So. Stampf, stampf mit seinen Elefantenfüßen. So. Da haben wir wieder die Kiste. Und wir kriegen bald einen neuen Energieblock. Und der Baum ist noch mehr gewachsen. Alter. Tine Wittler wird sich jetzt freuen. Yay, yeah, ein Baum. Sind so bunt. Ja, Bambi. Oder auch nicht. Hallo meine Freunde. Wie süß die Kleinen sind, Alter. Würde ich gerne mitnehmen für nach Hause. Nehm mal so einen Orb mit. So. Voll mega. Guck mal, die folgen mir. Hey. Mami. Rennen die jetzt alle zum Baum oder was? Okay, anscheinend doch nicht. Habe ich mir nur eingebildet anscheinend. So. La 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 la. Ah, jetzt sind die Wurzeln weg, glaube ich. Return to explore the Titan Tree. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Yeah. How did this civilization take hold so far north? The land here isn't arable, yet the population that lived here was clearly sedentary in nature. This leads me to believe this place was used as a sacred ground. Are these monuments to the mythical cannibal giants of native lore? The Saiteka? Mhm. Es wirkt doch sehr einladend, muss ich sagen. Von links. Na, natürlich, stampf doch mal ein bisschen mehr rum mit deinen Plattfüßen. Hallo? Die Kiste war überhaupt nicht laut. Aber wie gesagt, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, kein Horrorspiel. Das ist einfach nur ein Action-Adventure. Mit, mit Parkour-Einlagen. Ich glaube nicht, So, bin auf. Fahre jetzt, zu... Sika. Und noch viel Spaß, schönes Weh. Ja, wünsche ich dir auch, Sven. Mach's gut. Spielst du mal wieder Alien? Yo, muss ich auch mal wieder... Hab ich auch mal wieder Bock drauf auf Alien. Ganz ehrlich. Get to higher. Ein Fuller Easy Double Jumping. Boost Upgrade each. Boost cost one of unit. Oh Gott. Guck mal hier. Hier haben wir was jetzt am Unterschenkel bekommen. Andrew Fisher, Lead Physicist. Beginning Pathfinder Testing on the Icarus Boost Upgrade.
The secondary boost augmentation to the leaf suit should allow a Pathfinder to jump twice Aha. in sequence through the air, increasing the height and distance of their leap drastically. Report any defects to a commanding oh officer Gott. Immediately. Oh Gott, das kann ja was werden. Oh Gott, das kann ja was werden. Also ein Double Jump. Ne, wie gesagt, Alien habe ich auch mal wieder Bock zu spielen, ganz ehrlich. Aber momentan, also die nächste Zeit definitiv erstmal nicht. Also die nächste Zeit wird kein Alien kommen, weil, die nächste Zeit, wie gesagt, es stehen so viele Projekte jetzt an. Es kommt, die Bioshock-Kollektion kommt schon übernächste Woche. Warte, ich schau mal eben. Ja. Das Geile ist, genau wann, wenn die Bioshock-Kollektion kommt, kommen auch die zwei anderen Horrorspiele, die ich hier im Live-Let's Play machen möchte. Es ist eine wahre Sonne. Es kommt alles auf einen Tag. Alle drei Spiele. Bioshock 1, 2, 3 und... Ja, 1, 2 und 3. Dann kommt das Horrorspiel Diner und das andere Horrorspiel. Und die will ich alle live im Let's Play aufnehmen. Und wir müssen noch The Order aufnehmen. Wir müssen noch Beyond Two Souls aufnehmen. Alter, ich glaube, ich bin am überlegen, ob ich Beyond Two Souls nicht privat aufnehme. Weil, weil sonst das einfach zu viel wird. Sonst übernehme ich mich da doch zu sehr. Und Bioshock wird sowieso ein Mammutprojekt. Also, dass die drei Teile komplett zu Let's Playen wird, ein Mammutprojekt. Definitiv. Yeah. Geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie gesagt, die nächste Zeit auf jeden Fall erstmal. Given how rarely a life seed is. Was ist das denn? I was so excited when I discovered there was one thing. Einfach mal auf Klavier drücken, oder was? Apparently the military was just as excited as they immediately confiscated it to study at the Soma facility on the mountaintop. They won't let me anywhere near it. Must be what? Elevator outside? Mhm, ja, ja, schön. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab doch gesagt, das wird lustig. Habe ich nie gesagt, das mit den Sprüngen wird noch lustig? Erinnere mich auch ein klein wenig an dieses Gemini, was wir mal gespielt haben im Stream, im Live-Let's Play. Kannst du dich noch dran erinnern? An dieses Gemini Heroes Reborn? War auch so ein bisschen so ein Indie-Dingen mit Jump-and-Run-Einlagen. Fand ich auch ganz geil. So, ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt. Entschuldigung. Ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt gehabt wegen, wegen Kisten unten. Deswegen habe ich da nochmal runtergeschaut. Huch. Ja. Da geht's lang. Und es ist gerade so mega warm wieder. Es wird mega warm. Ah, L2 to and run down for maximum monument L2. What the fuck? Willst du mich verarschen? Was? Ernsthaft? Oh, ich wollte da unten noch gucken. Oh Gott. Alter, so weit springen möchte ich auch mal können. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier reinkommen. Aber hier ist eine Kiste. Ich habe wieder jede Menge Nüsschen, du taubes Nüsschen. Du dummes Nüsschen, du. Und wir kriegen einen Energieblock mehr. Yeah. So, eine Medaille finden wir. Wir müssen hier... Hard Heads must be Falsen Premise. Ja, keine Ahnung. Ich frage mich, wo wir... Ich glaube, wir müssen da hoch. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, war eine gute Idee, glaube ich, runterzuspringen. Ja, oder so. Huch, hallo? Okay. Find a way to get the summer facility atop the mountain. Oder müssen wir, warte mal, kann es sein, dass wir vielleicht runter müssen?
Ich glaube, wir mussten einfach nur auf die Insel hier kommen. Ich spring mal runter. Wenn nicht, können wir ja immer noch dahin gehen. Vor allem Soma Facility. Na? Erinnerst du dich noch? Bestimmt ist das alles nur eine Simulation. Pass mal auf. We were of was? Amrita Swarms? They can't be specifically with life energy damage from their attacks every... Was? Ach nee, komm, jetzt ernsthaft, jetzt kommen noch Gegner. Oh Gott. Yeah, ich bin bereit. Du bist bereit. Ich bin bereit. Du bist bereit. Ich verstecke mich einfach im Container. Geht das? Dramatische Musik. Dramatische Musik. Einfach weg. Keine Ahnung warum. War irgendwie da drin, diese irgendwie so eine Art Wespen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich die auch besänftigen. Einfach Leben nehmen. Aber ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Was steht hier? Area 634. Antility Lift. Lift me up. Higher and higher. Wo ist denn das Vieh? Das war gerade noch da drin. Da. Wie kann ich es denn erschießen? Kann ich es einfach so erschießen? Tatsache, Alter. Kann ich es einfach einsammeln jetzt oder wie ist das? Achso, wir haben es jetzt einfach das Leben genommen. Okay, ja, das kommt mir gerade gelegen. Also eine dämliche Wespe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hui. One thing I could do without in this valley, it's those damn Amrita swarms that seem to infect this place. Aha. They aren't so bad when they're calm, but when they're starved of Amrita energy, they become incredibly aggressive, sending waves of drones toward intruders in suicidal attacks. They seem to be becoming angrier the longer we're here. Ah, die Viecher haben das also hier infiziert, hier den ganzen Ort. So. Wenn ich das. Huch, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, Gizmo. Oh, Alter. Taucht er einfach mal da auf. Okay. Ich glaube, da müssen wir rüber. Das geht nicht gut. Oh doch. Okay. Huh. Eine Kiste mit neuer Technologie. Ich bin gespannt. The Energy Canister. Mhm. Turns your suit to energy. Kapazität. For your units. Alter, neue Kapazität. Cool. Jetzt haben wir schon insgesamt 5. 2 für 5. Ja, Tatsache. So. Ah, a case for power storage. Please use the Amrita generators. Mhm. Generators. Use the Amrita. Wo ist denn... Ah, hier. Ein ominöser Ladebildschirm. Ich finde es gut, dass das hier überhaupt nicht warm ist, hier in dem Zimmer jetzt gerade. So. Lalala. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich bin gespannt. Ich lasse mich da echt überraschen. So. Ich habe gerade nochmal eben was zu trinken eingeschüttet.
Nowhere to go but up. Habe ich gerade die Trophäe erhalten? Aber gut, so. Ja. Ja, das Müllers ist es, wann das Lust Müllers ist es. Was? Was? Na toll. Titan Rock. Toll, hat der TÜV mal wieder eine super Arbeit geleistet. Government was approached by a scientist named Andrew Fisher to use this location as an alternative energy project. Andrew Fisher? Nicht Andrew Ryan? How he came to discover this place is beyond me. Hast gesehen? Da oben sind überall Kisten oder irgendwie sowas. Ist irgendwas am Leuchten. Wir müssen also den ganzen Dings raufklettern. Alter. Und Checkpoint 1 natürlich. Ist klar. Ich frage mich, wie viele Checkpoints hier gibt. Lass uns mal überraschen. Okay, wir müssen hier rauf. Machen wir gleich. Ich gehe erstmal hier gucken. Okay, ich gehe erstmal nicht hier gucken. Sondern gehe erstmal hier schauen. Ah, okay. So viel Erkundung ist in dem Spiel also dann auch nicht. So, dann gucken wir mal. Warte. Ja, brauche ich nicht rennen, ne? Oh Gott, das sieht lustig aus. Das sieht sehr lustig aus. Ja. Wie gesagt, könnt ihr pausieren und selber lesen, wenn es auf YouTube kommt. Hatten wir ja jetzt, kann man kurzzeitig pausieren und dann sich dann selber nochmal in Ruhe durchlesen und dann mal übersetzen für sich selbst. Ich enthalte mich meiner englischen Fachkenntnisse. So. Oh Gott, wie soll man denn da raufkommen? Oh Gott, ich schnell hier raus. Ich habe Angst, dass das Ding jeden Moment... Hallo, meine Freunde! Ich habe Angst, dass das Ding jeden Moment den Abhang runterrutscht. Aber einfach mal reingehen, weißt du... Ja, läuft bei mir. Läuft. Ist das der Baum, der da oben gewachsen ist? Ist das... Hey, wir haben einen Schatten. Juhu. Jawohl, jetzt aber. Oh, hallo. Wir kriegen sogar Energie wieder, wenn wir durch und durch springen dann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Eieieiei. Gott, Alter. Gott sei Dank merkt man es mir nicht an, wie angespannt ich bin bei dem Spiel. So. Aber hübsche Aussicht hat man hier, ne? So auf die Alpen. Schön. Was ist das denn da hinten? Sieht aus wie der schiefe Turm von Pisa, der da so um die Ecke lugt, so. Hallo. Oh, guck mal da. Guck mal, wen wir da haben. Geronimo! Wo ist er denn? Hallo, ich will meine Energie zurück, du kleiner Penner. So. Okay, das mit der Energie ist ganz schön, wenn wir gegen die Baller müssen. Alter Schwede. Kriegen wir denn noch mehr wieder von denen? Ah, Tatsache. Ah, super. Man kann unendlich also durch die durchspringen. Guck mal, da ist ein Baum. Was macht der denn offen?
Hier sind ehemalige Zelte. Das sind wahrscheinlich die Zelte von Kolat. Wer es nicht weiß, der schaut einfach das Let's Play. Was ist denn jetzt passiert mit dem Baum? Weil sonst öffnet sich normalerweise immer so eine Tür. Hey Flexi! Is it a good game? I don't know. I begin the game for an hour. Can say that. But it's really funny. It's a parkour game. Parkour game with story. My English is not very good. The story is it's only in English, not German subtitles. Or German speak a language. It's only in English. But I like the game. It's really funny. Yippee! Wo muss ich denn jetzt hin? Uah. Was haben wir denn mit dem Baum jetzt geöffnet? Das würde mich mal interessieren. Ah, da ist so eine Kiste. Guck mal an. Uah. So. Ja, irgendwie die Blätter sind mein. Oh, no. No, no. No. But my German is very shit. So. So, wo muss ich hin? Oder muss ich da... Ach, da oben... Ne, warte mal, den Baum haben wir ja auch schon, ne? Oder gab es da noch irgendwas anderes? Ich schau nochmal eben. Ah, da oben rauf müssen wir wahrscheinlich, ne? Ah, hier. Cool. Yeah. Ah, it's really simple, the game. But it's awesome. It's look nice. The graphics are so awesome. For an indie game. For the indie game valley, it's so amazing. Look at that. It's so incredible. That makes two of us, lol. Oh Gott, das schaffe ich niemals! Oh Gott! Ich hab's gewusst, woher wusste ich das nur? Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Warte, wie war denn nochmal springen? Ach, X, ich habe auch nicht X gedrückt, ich bin so doof. Ja! Oh. So, okay, wir sind jetzt... Oh Gott, ich habe Höhenangst. Huch. Gibt's denn hier irgendwo eine Kiste? Alter Schwede. Uah. Ich erinnere noch ein klein wenig so ein bisschen so von der Atmosphäre her an, so Call of Duty hier, ne? So mit dem alten hier Dings hier. Gestänge aus Stahl und tralala, wie so eine Multiplayer-Map von Call of Duty. Oder Battlefield. La 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 la. Oh. Okay. Okay. My friend. I'm coming for you. I came for you. So. Sag mal hier. Summa Angelity Check. Aha. The person lost display ID. Oder was steht hier? Nee, The Personal... Keine Ahnung. I don't know. Was ist das hier? Soll es eine Lampe darstellen? Man weiß es nicht. So. Hallo, Tyrial Prime. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show.